meine Damen und Herren, ich grüße Sie mit einer neuen Ausgabe des Videostrategietickers vom Frankfurter Börsenbrief. Heute ist Mittwoch, der 19. Oktober 2016. Der DAX konnte gestern um 1,22% zulegen. Das ist nett, aber es verändert den markttechnischen Rahmen, den wir seit etwa August haben, nicht wesentlich. Die einzige Verliereraktie gestern war Continental mit einem Kurs minus von 1,34%. Aber auf die Prognoseanpassung war ja gestern an dieser Stelle schon eingegangen worden. Auch bei den deutschen Nebenwerteindizes sah es eher positiv aus. Es überwogen die Einzelwerte, die zulegen konnten bei Handelsende. Gegenüber den Titeln, die auf der Verliererseite standen, eine passable Figur machte auch die Wall Street. Der S&P 500 beispielsweise konnte um 0,61% zulegen und auch hier überwogen die Gewinner die Verlierer. Bevor wir gleich noch auf ein Schlaglicht aus den USA zu sprechen kommen, vielleicht noch ein kleiner Makroblick und zwar auf China. Denn es gab hier die Information über die Wirtschaftsentwicklung oder das Wirtschaftswachstum des Landes im dritten Quartal. Einige Aspekte dazu, die Bloomberg vermeldete. Das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal lag bei 6,7%. Damit lag man wohl im Bereich der Erwartungen am Markt. Und man lag damit auch ziemlich genau in der Mitte der von der chinesischen Regierung erwünschten Bandbreite von 6,5 bis 7%. Diese Informationen sind hier von Bloomberg, wie gesagt, veröffentlicht worden. Also darüber muss man jetzt nicht allzu sehr in Begeisterung aussprechen, aber man kann es zumindest mal positiv abhaken, wobei man natürlich grundsätzlich ein Stück weit Zurückhaltung oder vielleicht auch ein Misstrauen haben darf oder haben kann über die Qualität der offiziellen Zahlen zum chinesischen Wirtschaftswachstum. Also kommen wir dann jetzt zum Schlaglicht aus den USA, nämlich Intel. Es gab Zahlen gestern schon von diesem Chip-Riesen. Der Umsatz konnte um 9% gesteigert werden auf 15,8 Milliarden Dollar. Die Bruttomarge wurde dabei leicht verbessert. Das operative Ergebnis kam um etwa 6% voran auf 4,5 Milliarden Dollar. Und beim Nettoergebnis betrug der Zuwachs sogar etwa 9% auf 3,4 Milliarden Dollar. Das sind ja keine so schlechten Zahlen. Allerdings war der Markt vom Ausblick offenbar doch etwas enttäuscht, wie zum Beispiel Börse ARD berichtet. Nachbörslich war die Aktie wohl um über 5% schwächer. Ja, dann kommen wir zu Deutschland, Zalando, beziehungsweise dem deutschen Aktienmarkt mit Zalando. Gestern schon gab es vorläufige Daten zum dritten Quartal und einen recht zuversichtlichen Ausblick. Die Daten sind noch vorläufig. Der Umsatz im dritten Quartal konnte der vorläufigen Berechnung zufolge gesteigert werden um 16 bis 18% auf rund 827 bis 841 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis und das bereinigte EBIT-Ergebnis in Q3 wird angegeben mit 8 bis 25 Millionen Euro. Also das ist eine recht grobe Schätzung, eine recht große Spanne. Die bereinigte EBIT-Marge läge dann bei 1,0 bis 3,0%. Für das Gesamtjahr erwartet man nun ein Umsatzwachstum am oberen Ende des anvisierten Korridors von 20 bis 25% und eine bereinigte EBIT-Marge bei 5,0 bis 6,0%. Ja, das scheint am Markt offensichtlich nicht so schlecht anzukommen. Die Aktie war eben mit etwa 3,6% auf der Plusseite. Ja, und damit kommen wir zum Terminkalender mit Informationen von Börse Go. Für heute war bzw. ist angesetzt für China übrigens nicht nur die Informationen über das Wirtschaftswachstum, sondern auch noch einige andere Informationen. Beispielsweise sollte es heute gehen um die Anlageinvestitionen im Monat September sowie auch um die Industrieproduktion im gleichen Monat und auch um den Einzelhandelsmonat im September. Für heute Abend unserer Zeit ist dann das Beige Book angesagt. Also der Konjunkturbericht der amerikanischen Notenbank. Hier dürfte der Markt dann vielleicht auch wieder hinschauen und daraus Ableitungen versuchen, ob es dann tatsächlich noch in diesem Jahr den Zinsschritt nach oben gibt. Außerdem einige Unternehmensnamen, die auf dem Terminkalender stehen, American Express beispielsweise, ASML Holding, eBay, Halliburton und auch Morgan Stanley. Abschließend, der DAX ist noch im neutralen Bereich. Die Betonung kann man auf noch legen. Grundsätzlich befinden wir uns ja eigentlich in einer durchaus reizvollen Börsensaison. Die Chance auf eine Jahresendrallye besteht, zumindest theoretisch noch. Auch charttechnisch ist diese Möglichkeit immer noch vorhanden. Sollte dem DAX der Ausbruch über den Widerstandsbereich bei etwa 10.750 bis gut 10.800 Punkten gelingen, wäre das erstmal ein zunächst positives Signal in diese Richtung. Der Abstand bis dahin ist nicht allzu hoch.
Andererseits aber verbleiben auch Risiken, die ebenfalls nicht ganz ohne sind. In der aktuellen Situation kann man hier also erstmal Piano spielen und auf der Kaufseite, was Aktien angeht, zunächst weiterhin mit einer guten Portion Vorsicht agieren. Das war's für heute. Danke, dass Sie dabei waren. Ihr Walter Thyssen.